Moin Moin und willkommen zurück bei Anno 2070. Auseinandersetzung zwischen Nachbarn beendet. Wie gesagt, das ist ein Phänomen, dass wir immer dazwischen sabbeln müssen, wenn ich gerade eine Ansage mache oder die Anrede habe. Die Gefahr hier ist wieder gebannt von der Polizei her. Wurde die Kriminalität eingedämmt. Und von daher können wir uns wieder dieser Sache hier widmen. Wir hatten ja das Problem, dass hier so ein bisschen die Lifestyle-Produkte scheinbar nicht ganz ausreichen. Und hier könnten wir jetzt nochmal was dagegen machen, indem wir die... Wie heißt denn der Scheiß? Aus Alt macht Neu beim Bildungscluster senden. Sind die Bedürfnisse nach Informationen und reduziert Verbrauch von Lifestyle-Produkten für alle Eco-Wohnhäuser im Radius. Und jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Sorry. So. Dadurch wird das doch jetzt geregelt sein, oder nicht? Müsste doch jetzt geregelt sein. Gut. Dann wollte ich... Warte. Stopp. Hast du jetzt gerade alle mitgenommen? Nee. Oh. So, genug Mikroelektronik-Chips. Ich glaube, das Schiff ist sowieso vollgebombt mit irgendwelchen Mikroteilen, oder? Wo ist denn dieser Kahn? Huch. Hä? Was ist denn hier die Fortuna? Muss die jetzt hier anlegen? Das ist ja doof. Dann machen wir hier nochmal eine Hafenbehörde hin. Dann ist der Weg da nicht so weit, siehst du? Sie hier oben immer anlegen. So. Gut. Hätten wir. Schauen wir uns doch mal weiter um. Yeah. Verbrauch senken und fasten? Natürlich. Was sich die Medien immer so ausdenken. Gehst auch echt. Wird auch die normale Folge sein, was da spricht. Wir sollen Geld sparen? Alarm, Feuerausbruch. Gut, dass ich hier bin. Und bitte Feuer eindämmen. Gut, hier dauert es jetzt sowieso eine Weile, bis wir die ganzen Aufstiegsrechte wieder einfahren können. Können wir nochmal uns hier so ein bisschen eliminiert. Danke, das ist nicht schlecht, dass ihr die eliminiert habt. Mein Gott, heute habe ich hier Versprecher. So, wir haben hier die Lifestyle-Produkte, die hier auch langsam so sind. Schlicht die her. Berichten sollen bereits Kinder wissenschaftlich ausgebildet werden. Je früher, desto besser. Ist auch cool, dass diese Völker wirklich andere Ansichten haben, dass das so ein... Ich finde eigentlich im Allgemeinen. Ich finde, das Spiel ist top. Kann man nicht sagen. Nur langsam hat man hier eigentlich fast alles gemacht, ne? Also ich könnte jetzt ja, wie gesagt, immer noch weiter die Initiativen ausbauen und weiterschauen, dass ich damit weiterspiele, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich finde auch, die machen nicht so viel Unterschied, die Völker. Na, es ist ja immer dasselbe. Es ist immer dieselbe Art von des Bauens, außer dass die halt, die einen sind ökologisch und die anderen halt nicht. Ansonsten sind es ja auch fast immer dieselben Methoden, wenn man das sich hier anschaut. Na, das ist immer hier fünf Sachen oben, zwei Bausachen und bla bla bla. Eigentlich fast immer dasselbe. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Warum habe ich jetzt immer noch diesen Ozonmaker? Kommt denn der? Verdammte Axt. Oh, jetzt muss ich gleich wieder irgendwas mit Nahrung machen, kann das sein? Pasta-Gerichte und Biodrinks, okay. Gebäudeauswahl vergrößert. Ah ja. Weizen. Weizen und Gemüse. Gemüse können wir hier anbauen. Weizen nicht. Okay. Wo kann ich Weizen anbauen? Kann ich hier Weizen anbauen? Könnte ich. Könnte ich. Wäre blöd. Weizen kann ich auch hier anbauen. Aber kaum auch Platz auf der Insel, weil ich so viel Zucker förder. Übrigens jetzt wieder bei 94% sind die Zuckeranlagen. Und hier oben könnte ich... Ja, nö. Ich glaube, ich mache das hier drauf. Vielleicht nochmal ein mein vielversprechendster Protégé, das mir das ermöglicht, aber ich glaube, ich müsste dazu zu der Rodriguez drehen, ne? Ja, da gibt es auch Mais. Mais, oder? Ja. Kaffee. Das hier. Fruchtbarkeit. Irgendwas mit Obst. Das brauche ich, glaube ich, schon für diese Drinks. Ah, da ist es ja. Dann fahren wir da wieder mit einem Kommandoschiff mal eben runter und holen uns das Item.
So, kann ich jetzt schon wieder mit den Lizenzenkauf weitermachen? Jawohl, kann ich. Sie führen etwas gegen mich im Schilde. Ich könnte mir auch eigentlich mal so ein paar Anteile von meinen Inseln kaufen, da kriege ich ein bisschen mehr Dividende, also mehr Gewinne. Aber irgendwie an Geld, da. Ja, da hapert es nicht so wirklich dran. Die Aufgabe wird sie vermutlich unterfordern, aber erledigt gehört sie trotzdem. Ich sag gut Wein, brauche ich aber nicht. Deswegen muss man es auch nicht machen. Wenn das mal irgendwas Cooles wäre, irgendwas, was man auf jeden Fall gebrauchen könnte oder was irgendwie außergewöhnlich wäre von diesen Aufträgen, die man hier so erhält, wäre das schon echt nice. Gar nicht. Wenn man dauerhaft Aufträge von jemandem erledigt, steigt, glaube ich, der Einfluss. Aber ich weiß nicht, ob dann auch das Geld für den Auftrag steigen würde oder die Items besser werden. Das habe ich alles noch nie ausprobiert, weil ich das immer noch nie musste. Würde ich jetzt vielleicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, wäre das bestimmt ratsam, das zu tun. Das würde ich jetzt gerne entwickeln. Dauert 24 Minuten. Egal. Hoffentlich explodiert uns das Teil nicht, weil das wäre ärgerlich. Gut. Dann fahren wir wieder zurück. Was können wir hier noch so machen? Hat der noch irgendwas Geiles für uns? Du wirst alle Tycoon-Schiffe in diesem Sektor lagern. Achso. Und was haben wir sonst noch? Zielsucher. Dann wird aber verkauft, meine ich. Verbessert alle Flugzeuge in diesem Sektor. Angriffsstärke plus 10%. Ja, nö. Holen wir uns erstmal ein bisschen was aus diesem Konto. Ist geschäftlich hier, hm? Jetzt mal brauchen wir einmal das Saatgut. Die Organisation dankt. Danke auch. Fahren wir zurück, sehen die Saat aus und werden weiter produktiv arbeiten können. Haben wir hier oben? Da haben wir gar nichts mehr, ne? Habt ihr es noch? Was ich vergessen habe? Ja, aufwerten. Aufwerten, aufwerten, aufwerten. Kostet auch ganz schön viel wieder, ne? So 3 Holz, ne? Wir gewinnen zwar auch 4 Holz, aber. Oh. Ich finde doch, irgendwie. Also mir gefällt es wirklich besser, mit dieser Fraktion doch zu spielen. Weil das einfach permanent schön aussieht, ne? Die ganze Umgebung und alles, das sieht einfach gut aus. Nicht so bösartig und alles verfällt. Die Bäume sehen schön aus. Man hat immer das Gefühl, man tut was für die Umwelt, man tut was Gutes, ne? Die Assoziation damit. Und ich denke, das ist schon was Judith mit der Bevölkerung hier, also mit diesem Volk. Bevölkerung. Können wir hier auch Kalkstein auch so abbauen? Ja, da ist noch ordentlich Kalkstein verfügbar. Dann werden wir doch mal eben eine Mine davon Beschlag nehmen. Auch mal. Okay, warum hat er das jetzt. Huch! Hä? Das ist noch alte Straße von dem? Achso. So hätte ich das gerne. Ah, okay, auf der Straße können sie dann fahren, okay. Gut zu wissen, ich wusste gar nicht, dass sie die auf der anderen nicht fahren können. So, dann können wir hier nochmal Kalkstein abbauen. Jetzt nochmal die alte Straße von dem Penner, den wir hier platt gemacht haben, einmal komplett ab. Hier drüben geht auch nochmal was weg. Da können wir noch was abreißen. Hier können wir noch eine Menge abreißen. Perfekt. Was ist das hier? Müll. So. Dann möchte ich hier gerne nochmal 2 Glasfabriken haben. Dann könnt ihr loslegen. Mit der Produktion. Sehr schön. Das heißt, ich bekomme hier auch massenweise jetzt Glas hergestellt. Drüben kann ich weiter das Weizen aussehen. Ja, ja. Registriere neue Fruchtbarkeit. Ah. Was brauche ich jetzt dafür, dass ich diese Scheiße hier bauen kann? Ach Kacke, nee, da braucht man diese Teigwaren, die kannst du wieder nur auf Flüssen herstellen, ne? Also langsam wird das schwierig. Nur noch Flüsse. Kein Fluss drauf, ne? Warnung.
Wir sind alle Flüsse belegt. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Hä? Kommt jetzt, achso, habe ich das vielleicht abgerissen eben? Das könnte sein. Habe ich das vielleicht eben abgerissen? Ja. Sehr schön. Die Stadt wächst. Die Stadt wächst und wächst. Aber es habe ich mir noch nicht das Problem gelöst mit meinen komischen Teigwaren hier. Da baue ich ja Gold ab, hier baue ich Sand ab. Brauche ich noch so viel? Ja, brauche ich noch so viel? Beton ist die Frage. Eigentlich nicht, oder? Eigentlich brauche ich nicht mehr so viel Beton. Sprich, ich könnte ja hier, anstatt Sand abzubauen, auch die Teigwaren produzieren. Aber das ist ja so ein enorm weiter Weg. Das wäre, glaube ich, nicht so sinnvoll. Die Insel wäre natürlich nicht schlecht gewesen für so etwas. Gibt es sonst noch irgendwie Inseln, wo ich Wasser abbauen könnte? Ich meine Wasser abbauen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Verfluchte Scheiße, gibt's nicht, oder wie? Okay, hier kann ich. Ja, hier kann ich das auch noch tun. Oh, hier ist auch noch ein bisschen. Habe ich Platz. Aber sag mir nicht, dass ich dafür noch irgendeine Ressource brauche. Benötigt Hartweizen. Oh, ich kann kotzen. Dann muss ich das ja hier auch noch aussehen, oder wie? Dann wird mir nichts anderes übrig. Es geht auch irgendwie anders, aber... Aha, da haben wir schon wieder die... Ich kann es gleich wieder nach unten fahren. Machst du das noch hier? Ja. Tue ich mir halt das... Nochmal. Und in der Zeit will ich hier schon mal... Brauche ich dafür Glas und Holz. Warum herrscht hier Produktionsstillstand? Was ist da los? Ich lade die Scheiße nicht aus. Warte kurz, bevor du wieder wegfährst. Bevor du wieder wegfährst. Ist alles auch noch ausladen? Gut. So. Ich habe vergessen, das auch auf Ausladen zu drücken. Ausladen. Danke. So, jetzt kann auch wieder produziert werden mit Glas. Das heißt, jetzt muss ich doch nochmal mit einem... Kommandoschiff hier runterfahren und mir falsche Insel. Oder? Nicht falsche Insel. Was erzähle ich da? Das war nicht die falsche Insel. Und Holz. Holz habe ich jetzt auch ganz wenig gerade, ne? Sehe ich, weil ich ja verbessern bin. Wie ein Irrer. Das bedeutet, hier hole ich mir einmal das. Die Sachen sind eben aus dem Hauptquartier. Keine Lizenzen mehr, die ich bin. Jetzt muss ich vielleicht doch noch mal ein paar Aufträge machen, wa? Und dann hole ich nochmal Holz. 40 Tonnen. Mit der Ware gehe ich jetzt schon mal hier oben hin. Und dann kann der hier gleich sich nochmal ein bisschen Glas holen. Brauche ich auch nochmal ein paar Tonnen. Die wir hier fleißig jetzt produzieren werden. Gut. Das bedeutet aber, ich kann hier fröhlich weiter aufwerten. Und ich müsste aber auch nochmal schauen. Oh, Mitbestimmung brauchen die jetzt auch schon. Müsste nochmal schauen, ob ich hier drüben vielleicht nicht doch irgendwie. Gemüse brauchen wir sonst nur. Scheiße, war das hier ja völlig umsonst, oder? Oder? Nee. Die Felder brauche ich ja. Nee, alles gut. Gemüse kriegen wir auf unserer Hauptinsel, das ist auch kein Problem. Ankauf festgestellt. Zum Teufel mit Ihnen! Achso. Dr. Bartok hat da gekauft. Warum kauft sie denn jetzt nicht hier? Die alte Hexe. Ein Ärgernis. Wie lange habe ich noch Frieden mit der? Oh, nur noch eine Minute. Schöne Angriffsposition? Oder wie darf ich das hier verstehen? Schlecht. So wenig Zeit zu haben. Aber ist halt so. Wie sieht es denn überhaupt aus mit den jeweiligen Bündnissen? Achso, das startet, dann muss erstmal wieder von neu hochgehen. Oh, wie blöd. Es gibt nichts zu bereden. Rindberg, bei ihm ist das so eine Sache. Einen Augenblick. Was will ich hier machen? Lizenzenhandel. Nur die Kurzfassung. Ach, kannst du dir für 60.000 mal eben ein paar Lizenzen kaufen? Jetzt, so. Mache ich auch. Nicht jeder bekommt's. Kann ich nochmal einen Auftrag anfordern? Nee, will ich erstmal nicht. Hilfsflotte könnte ich anfordern, Kredite aufnehmen und Lobbyismus. Kriegserklärung? Neutrale Parteien kann man. Warum ist denn der Button da überhaupt da?
Ist dort anfordern. Große Flotte. Was bringt die große Flotte? 3 Kommandoschiffe, 2 Viper und 2 Kolosse. Bleiben die für immer da? Könnte sein, ne? Aber... das machen? Ich glaube, im Notfall mache ich das. Willkommen bei den Underdogs. Diplomatische Immunität. Rabattpreis. Das bringt das Gewährt Rabatt auf einen Einkaufskonto von Hector. Oh, hier gibt es noch so ein paar Sachen, hier. Die könnte man sich nochmal... oh, hier gibt es auch wieder eine Hilfsleute. Aber kann ich noch nicht rein, weil ich nicht genug Einflusspunkte bei dem... aua, bei der Fraktion habe. Hat mir mein Finger umgeknickt. Schlecht. Ja. Können wir mal wieder ein bisschen was aufwerten. Jetzt brauche ich noch ein Glas. Ein Glas, bitte. Freunde, ein Glas. Wo war denn das überhaupt? Scheiße. Stopp. Waren. Auf 3. Dankeschön. Leute, wir können schon mal die Teigwaren herstellen. Jetzt nach oben. Und... okay. Das nehmen wir raus. Und das rein? Neue Fruchtbarkeit verfügbar. Gut. Okay, was brauchen wir dafür? Hier brauchen wir für auch Glas. Oh. Oh, ich brauche für alles. Alles. Wir brauchen vor allem auch wieder ein neues Handelsschiff, oder? Wenn wir... ja, was kann ich mit meinem Handelsschiff wieder machen? Toll. Ein Containerschiff, bitte. Danke. Du könntest dich jetzt nach oben verziehen. Achtung. Produktionsstillstand. Oder nein, warte mal. Du verziehst dich mal nicht nach oben. Du kannst mal da hingehen. Weil wir brauchen ja sowieso gleich ein paar Ressourcen zum Rüberkarren. Und hier würde ich jetzt ganz gerne einmal ein neues Warendepotlager hinbauen. Okay. Und dann würde ich hier sehr gerne Teigwaren dreimal produzieren. Ach, Kacke. Wo ist denn jetzt? Also hier einmal rüber. Jetzt dahin. Und einmal bitte so. Ah, das sieht gut aus. Das sollte doch machbar sein. Ja. Sehr schön. Ah, hier das machen wir auch mal hoch. Gut. Dann produziere ich schon mal Teigwaren. Das ist A und O gerade so ein bisschen. Teigwaren produzieren kann. Hier möchte ich jetzt erstmal nicht weiter hoch erforschen, sondern möchte das mitnehmen, das mitnehmen. Und ich möchte auch noch ein bisschen hiervon was mitnehmen. Und dann würde ich das gerne einmal rüberkarren. Mal schauen, dass wir auch Hartweizen hier anbauen können. Es ist auch wieder blöd, die Felder zu bauen. Könnte ich mir fast vorstellen, dass das wieder so ein Kniff wird. Ich weiß auch nicht, wie viele Felder man wieder braucht, ne? Ja, standardmäßig, kein Plan. Warnung. So. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Oha, sind das Riesenfelder. Okay. Registriere neues Fahrzeug. Okay. Und das. Nein? So ist schon mal scheiße. Warte mal. Ich baue das lieber gleich mal richtig so, dass es ein wenig mehr Sinn macht. Uch, so macht das überhaupt keinen Sinn. Stopp, 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 stopp. Wie war das? Nein. Doch. Gut. Das würde ja theoretisch so gehen, oder? Nun könnte man das eine da drüber setzen, wenn das jetzt nicht so verkackt wäre. Und dann, ja, das bauen wir jetzt mal ein bisschen weiter höher, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. Gut. Dann möchte ich gerne noch so eine Feld-Gedönskram haben. Das kann ich ja jetzt hier so ein bisschen reinpflanzen, da oben hin. Dann sehe ich nochmal eins hier hin. Und ein weiteres. So. Ja, vielleicht machen wir das noch. Ja. So. So. Machen wir so. Ich würde sagen, man braucht zweimal Hartweizen für einmal Teigwaren und dann kann man einmal Pasta-Dings beliefern, oder?
In dem Dreh irgendwie wird das wohl sein. Das heißt, hier kann ich nochmal ordentlich Gas geben. Okay. Weiß ich wieder, wie das war. Hey, noch weiter weg. So. Die sind echt riesig für die Teile. Sieht aber auch irgendwie ganz cool aus. So. Müsste ich das hier theoretisch, wenn ich das jetzt geschickt mache, würde ja passen noch, ne? Ja, ungefähr so müsste das irgendwie passen. Oh wow, das kostet ja fast gar keine Werkzeuge. Was kostet das sonst nur? Lautzellen und... Doch, 5 Werkzeuge. Warum habe ich denn jetzt... Warum konnte ich denn da keine Werkzeuge reinliefern? Warum habe ich denn... Produziere ich Werkzeuge? Achso, ich produziere Werkzeuge auf der Insel. Alles klar. Dann lad die mal hier schnell wieder aus. Und kader mal wieder was rüber. Hm. Holz und... Glas, genau. Einmal rüber damit. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Aufhalten können wir gerade nicht hier. Gut. Dann werden wir uns damit hier nochmal ein bisschen beschäftigen, dass wir die nächste Stufe ausbauen können. Hier drüben läuft das ja jetzt soweit auch ganz gut, oder? Ach, fick dich doch. So muss das laufen. Oh, nee. Gut. Ich weiß Bescheid. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Anno 2070. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.